Herzlich willkommen zurück zu Sea of Thieves, zu Close Beta mit allen vier Spastis. Nein! Ich bin kein Spasti. Er hat sich selber auch als Spasti bezeichnet. Ja, es ist dumm. Er muss ja irgendwie auch eine Begründung dafür haben, dass er es sagen darf, damit er politisch korrekt ist. Darf ich Spasti 1 sein? Nein. Ich bin kein Spasti. Ah, wow. Ich bin der Einzige, der kein Spasti ist. Hallo. So. Oh, jawohl. Wir haben die beiden Thronen übrigens, Leute. Alter, wer steuert da die Map so hässlich? Das ist. Nee, ist ja auf die Map so komisch zu steuern. Seafarer's Chest, okay. Wir müssen auf jeden Fall nach Nordwesten. Nein, müssen wir nicht. Warum willst du denn zum Daggertooth Outpost fahren? Wir können doch zum Gallengrave, da wo wir herkommen. Ah, es gibt mehrere Outposts, Leute. Ja. Diese Linie. Wir müssen nach Norden. Find's toll, dass die Kiste. Ja, dahin! Das heißt. So, warum steuere ich die Map jetzt bitte hässlich? Was soll? Ja, weil die hier ist noch ein Lag übrigens. Warum ist die nur so klein, die Map? Als ob das für alle Spieler weltweit reicht. Hey, Robin, wo bist es gibt viele Server. Außerdem ist das ja nur die Beta-Map, also da sind 35 Inseln dabei von allen, die es gibt. Hey Robin, wo bist denn du? Wo ist der Lag? Ja, das Lag ist da hinten. Aber ich kann ich hab schon 5, okay. So. Wie mach ich das auch mit Linksklick? Nico, hier hinten ist übrigens die Munitionskiste, ne? Falls ich fragst. Alles klar. Und die Equipmentkiste. Weiß ich Bescheid. Ach komm, helft den Sklaven mal. Schön, dass euch aufgefallen ist, dass ich nur in Unterwäsche rumgelaufen bin. Hab ich doch gesagt. Hat keiner dir zugehört. Ich sehe leider nicht. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Zurück zum Outpost. Hilfe? Adler nicht. Kann ich mich da hinten draufstellen? Oh, ich fahren wir zufällig gerade gegen den Felsen, der direkt vor uns ist? Ich gehe auf den Ausguck. Wenn ihr jetzt geradeaus weit fährst, ja. Ja, ich drehe Ich stehe auf der hintersten Stelle des Schiffs, ich sehe nichts. Der Wind kommt gerade übrigens genau von Backbord. Recht! Ist nicht so geil. Ja, wir bräuchten einen, der die Segel, den Winkel anstellt. Der kommt doch von links, also Backbord. Ja, du kannst einfach geradeaus fahren übrigens. Falsche Richtung. Ja, jetzt kannst du ein bisschen mehr Richtung Steuerbord. Hey, Nordost muss ich doch. Nordost. Warte, der Wind kommt von direkt vorne, ne? Was ist nochmal Backbord und was ist Steuerbord, oder? Links ist Backbord, rechts ist Steuerbord. Ganz easy. Farbe für Backbord ist rot und für Steuerbord grün. Easy. Ach, was ist, wenn man farbenblind ist? Das ist ja total scheiße. Dann solltest du nicht segeln. Ja. Wenn der rot-grün schwäch ist. Oh Gott! Nein! Oh Gott, ich hab's geschafft. Du kannst ja eine Eselsbrücke machen. Als Linkshänder backst du den Kuchen mit links. Das ist Backbord. Wow. What the fuck? Alles klar. So, wo fahren wir denn jetzt drauf zu? Wir fahren genau auf die Outpost zu. Also wenn du noch ein bisschen nach Backbord... Ja, ich hab's gesehen. Leicht Backbord dann. Ja, ich steuere nochmal. Oh, das ist schon wieder so backbordig hier. Ah Mann ey, immer diese Backboards. Ja. Was soll denn das Backen immer so hart? Mag es die Glocke bing, bing, bing. Bing, bing, bong. Aber das macht man nicht, das macht man nur im Notfall. Alter, was für krasse Wellen jetzt sind. What the fuck? Notfall werden wir einfach sagen, Notfall. Okay. Warum spammt jetzt wieder das Soundboard? Das ist nies. Hä? Ich hab Soundboard nicht mehr auf. Du wirst niemals auf den Kompass gucken können. Was? Wo ist überhaupt die hier unten? Jetzt verstehe ich's erst, du Arschloch. Warum hast du da so einen teuren Eimer? Was? Warum hast du dir einen teuren Eimer gekauft? Du hast dir ernsthaft einen teuren Eimer gekauft? Nein! Ich habe auch einen teuren Krug. Oh, warum kaufst du denn nicht andere geile Sachen wie eine Pumpgun? Ja, du kannst das nicht sehen. Nein, das ist eine Pumpgun. Das ist das erste, was man holen muss. Shotgun ist eine Pumpgun. Der Rest ist einfach nur Skins oder sowas. Ja, eben. Wie nah sind wir denn an der Insel? Boah, wir sind schon ganz gut dran, aber. Ich fahr mal das hinterste Segel kurz ein, damit ich auch was sehen kann. Backbord! Also, du kannst mal ein ganz kleines bisschen nach Steuerbord. Die Wellen Backbord. Sind schon ein bisschen hochgegangen. Nicht Backbord, wenn wir Backbord. Oh Gott! Mann über Bord, ich meine natürlich Frau was über Bord. Was ist denn jetzt hier? Wo ist die Insel? So Frau ist perfekt, so ist perfekt, genau so. Jetzt wird mir meine Lebensleiste angezeigt. Lol, jetzt plötzlich. Wer hat denn den Acker ausgefahren jetzt?
Ja, ah, Alter, Sven. Alter. Der Frau meine ich Sven. Ich hab ein bisschen getrunken, da war ich ganz vorne drauf, über Küche Welt. Der hätte einfach zu Hause in der Küche bleiben. Oh, okay, man kriegt eine Menge falsch. Wenn du vom Mast runterspringst, bist du halb tot. Hab ich. Ja, gerade ausprobiert. Zu voll war die Leiter runterzücken. Die ist eigentlich auch nicht viel langsamer. Oh nein, der Steg ist ja voll weit links da hinten, ne? Oh, jetzt muss ich voll. Wir müssen ja nicht am Steg anlegen, wir können ja einfach nur in die Nähe und uns rüberschießen. Ja, ich werde trotzdem mal links fahren. Sind alle an Bord? Ja. Nein. Doch. Dann Anker, bitte. Das Schiff da oben brennt so. Hey, du süßer Boy. Schnauze. Wir haben zwei Kisten, nice. Alter, wo kann ich denn meine geile Waffe nachladen? Wo sind denn Munition? Ja, Munitionskiste. Komm mal zu wo mir. Wo ist sie denn? Ja, hier unten. Hier. Dann gehst du nach da. Dann gibst du hier ein Use Ammo Chest. Ah. Und da kannst du dich ausziehen. Hier links. Ah ja, geil. Ich will mir einen geilen Piratenhut kaufen. Ba-ba-da, ba-ba. Aber wir sollten vielleicht mal wieder anhalten. Nee, noch nicht. Alter, jetzt noch ist nicht. Hier irgendwer schon wieder den Anker rausgibt. Jetzt. Ich hab den ausgeworfen, damit er jetzt anhält. Es dauert doch ein bisschen, bis der da ist. Ja, so aber schon nur ganz kurz. Perfekt. Oh, voll gegen Kiste. Den Steg. Ernsthaft! Ich hol die andere Kiste. Sind wir gegen den Steg gefahren? Nein, ich bin gegen den Steg geflogen. Nächstes hat die gleiche Kanone verwendet. Wo ist denn die andere Kiste? Wo habt ihr den getan? Direkt rechts neben der Treppe, anscheinend. Warum? Und wo? Keine Ahnung. Weiß nicht. Ich hab die Kiste da hingestellt, wo ich immer hingestellt hab. Ach so, ja, ich hab die da an die Treppe hingestellt. Warum? Was so. Hier sind keine Kisten, ich finde die nicht. Ganz unten direkt. Meine Kiste wird verkauft. Ja, klar, aber die andere, ich will ja die andere auch holen. Ich hol mir eben eine Pumpgun. Ganz unten rein. Ach, da hinter der Kiste, hinter der Treppe. Warum stellst du denn hinter die Treppe? Wer war das? Ich nicht. Alter, ich weiß wirklich nicht, als Mann. Was hier oben? In deinem Satz waren die Worte, ich war's. Ich nies, also. Nies war's. Oh yeah, bitches. Gut, ich nicht. Hey, ich hab eine Pumpgun. Ich auch. Oh, da ist ein Hai, direkt mal testen. Wo könnt ihr denn die kaufen, die Pumpgun? Was soll das? Ich mach mal eben die neue, die letzte Chest, die ich da noch hab, aktiviert. 47 Münzen, geil. Was ist? Ich aktiviere mal eben die letzte Chest, die ich da noch hab und danach hol ich mir auch eine neue. Ey, Robin, Nessa, komm mal mit, wir gehen einen saufen. Nein. Hi. Warum sehe ich denn die Kacke nicht? Warum sehe ich die Pumpgun nicht? Wo ich sehe, Leute. Die ist nicht da, wo du bist, komm mal mit. Ja. Komm mit meinem Freund. Die ist da oben im Laden. Du gehst hier lang, guck, dann gehst du hier lang, dann gehst du hier rein und dann drückst du E. Vote for Voyage. Jetzt hole ich mir auch einen Pumpgun. Die kostet 960 oder so. Warum hab ich die denn noch nicht? Warum? Hä? Weil du das Geld dafür brauchst. So, ja, aber jeder kriegt doch das Geld oder nicht, wenn man es verkauft. So, wo kann ich Pumpgun holen? Was soll das? Weil nies. Sven, wo kann ich Pumpgun holen? Wer bist denn du? Ja, ich bin hier gerade vom Steg. Bist du der Epileptiker, der gerade die ganze Zeit rumgesprungen ist? Ja. Ich fahr nochmal ohne euch weg. Hier oben. Ah. Wie du auf meiner Garage standst, weil ich mach's so gut. Boah, Alter, das ist ja mega epic. Das ist was hat der auf seiner Garage zu tun? Dieses Blunderbuss ist eine Pumpgun da. Ja, Blunderbuss ist eine Shotgun. Wie wär's mit einer Pump-Shotgun, hä? Dann sind alle zufrieden. Nein, das ist wiederum was anderes. Ah. Nichts so shit ist niemals. Yes. Wo kann ich mein Geld nachgucken? Gar nicht. Irgendwo. Steht doch oben rechts. Escape. Ah. Mann über Bord! Na Spaß. Muss mal kurz gucken. Wo gibt's da den Klamotten-Shop? Das ist eine gute Frage. Ich hab nur 200. Warum wurde der Anker gelöst? Psst. Wegen Nies. Nies. Nico, du solltest vielleicht kommen. Was soll das? Sven, hilf mir. Sven, hilf mir, das ist lustig. Komm, Sven. Robin, hilf mir. Sven! Wem soll ich jetzt helfen? Mir! Wer fährt denn hier? Jawohl! Hallo, wir brauchen einen Steuermann, ne? Ja, von mir aus kann ich das wieder machen. Nee. Das sind jetzt viele Menschen. Ihr wisst schon, dass wir jetzt losfahren! Ja.
Links! Licht, mach den Acker raus! Mach den Acker raus! Ja, mach ich schon. Alter! Genau deswegen sollte man die Segel halt vorher runternehmen. Haben wir doch. Auf, aber auf. Und schnell runter und reparieren, Leute. Wir haben die Segel noch unten gehabt, Mann. Nein, nicht. Ja, wir werden sie unten, aber man sollte sie oben halten normalerweise. Ich hab gesagt, wir sollen sie unten haben. Ich hab das weg. Richtig. Weil wenn man. Dann würden wir nicht jedes Mal sofort losfahren, aber auf mich hört ja keiner. Ja, aber wir hatten die Segel unten. Nein, das bin ich! Doch! Nein! Doch! Die Segel. Doch, wir hätten sie unten! Nein, ich bin hier ausgefahren. Vielleicht sollten wir auch einfach jemanden ans Steuer packen, wenn wir den Anker ausfahren. Wir müssen auch. Hallo, Sven, wir müssen auch erstmal für Dingens voten, ne? Für die Voyage. Achso. Sonst kriegen wir keine Karte. Hab ich. Leute, Nies, du musst erstmal für die Quest voten. Na, es reicht, wenn ja, es reichen doch, wenn irgendwie zwei oder drei voten schon. Wenn drei. Ja. Jawohl. Okay, Nies, geht dann ans Steuer schon mal. Ich gucke mir die Karte an. Oh, es ist eine Rätselkarte, cool. Okay. Geil. On the crooked masks since long ago, a heavy chest with gold aglow. The crooked masks müssen wir hin. The crooked masks. Warte, ich such das mal. Eine schwere goldene Kiste, das hört sich gut an, Leute. The crooked. Wie ist das? Warte, ich guck mal. Da ist es. The crooked masks. Ich hab's schon gefunden. Crooked masks. Ich markier's mal eben. Ich bin der König der Welt! So, wir müssen. Schon wieder. Südwest. Wieso haben wir eigentlich immer Gegenwind? Kann mir das mal jemand erklären? Südwest. Weil wir Pech haben. Southwest, Mr. Mr. Berserker. Kann jemand anderes mal eben lotsen? Ich würde gerne mal auf den Ausguck. Nö. Warum lotst nicht der, der auf dem Ausguck ist? Ja. Weil der nicht die Karte sehen kann. Ja, genau. Ich habe ja weiß ja nicht, wo ist denn das jetzt hier? Ja, das ist auf der Karte. Ich hab's extra markiert. Oh Gott, ich werf den Kopf, deswegen hab mich das vermehrt. Ah! Okay, Sven ist auf. Ein bisschen mehr in Richtung Backbord, Steuerbord. Steuerbord, du Mongo. Backbord ist links, Mongo. Ne? Ja. Ja. Gut. Nein, Backbord ist geradeaus. Und noch ein Stück und stopp. Geradeaus? So, jetzt. Wenn du jetzt ganz schnell nach vorne fahren würdest, durch irgendeinen Bug oder so, wären wir gestrandet. weil da ist so eine Klippe direkt, wieder so eine. Was so geil, wir geben die Kanone. Ey, wir haben starken Wellengang, Jungs. Ja, du also solltest vielleicht mal ein bisschen davon weglenken, weil. Ja, von was denn? Du musst schon Richtung sagen. Ja, ich hab doch gesagt, genau geradeaus ist so eine Nadelfeld. Steuerbord. So ein Nadelfeld. Ja, Steuerbord oder Backbord, ist eigentlich egal. Mach lieber Steuerbord. Weg. Dann mach Steuerbord. Und das Nagelfeld ist halt direkt vor der Insel. Und ja. weiter Steuerbord. Wir haben noch keine anderen Spieler gefunden. Und stopp. Sei froh. Ja, sei echt froh. Sven und ich mussten das schon mal miterleben. Oh Gott, da hinten ist dieses Skelett. Wie viel habt ihr bitte gespielt? Was? Wie viel habt ihr bitte vorher schon gespielt? Hä, die sind bei der Insel gewesen, hab ich doch gesagt, wo wir auch waren. So, auf der Startinsel oder was? Ja. Und dann hätten aber versucht, wenn das die Insel ist, dann wird das interessant. Da ist so eine Brücke und sowas. Ja, das ist sie. Die ist mehrstöckig. Oh. Das schaffen wir locker. Ja, keine okay. Sorge. Das ist sie. Ich mag's, wie das Wasser aussieht in dem Spiel. Ja, ne? Ja. Ja, das hat Nico auch schon gesagt. Hab ich auch schon gesagt. Cool. Echt? Sven ist auch gut, dass sie sich aufs Wasser konzentriert haben, weil das die häufigste Textur in dem Spiel ist, glaube ich. Sven, ist das die Insel direkt vor uns? Ja, ja. Geil. Weil die hat Brücken. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ja, ich höre schon mal ganz hinten das Segel ein. Alter, wer ist da schon wieder besoffen? Das war doch nicht mehr besoffen, eine Musik. Klar. Nein. So. The Crooked Masts. Ich will nur schon mal die Ziege an, damit wir da langsam mal dran ankommen, okay, Nies? Ja. So, jetzt okay, würde ich Segel unternehmen und Anker. Ich pack grad die Segel schon vorne ein. Ja, jetzt Anker. Ja, sehr gut. Siehst du, jetzt haben wir nämlich noch ein bisschen Fahrt und können perfekt an. So funktioniert das. Auch so, wenn da noch ein paar Felsen im Weg sind. Ich lenke jetzt hart Backboard ein.
Und okay, ihr richtet den Anker, wenn die Kanonen gut ausgerichtet sind. Jetzt ist gut. Okay. Oh, ich hab eh gedrückt der anstatt. Anker, der Anker braucht ja noch ein bisschen, deswegen ist okay. Perfekt. Warum bin ich nicht immer Steuermann? Ah! Ihr seht im Schatten, wie Nico da ganz so runterfällt. Hab mich hier extra schon oben hingeschossen und fällt direkt. So, wann suchen wir denn? Tot. Cool, ich bin fast tot. Wir müssen erstmal auf die Insel. Schießt euch nicht mit der Kanone, mit der ich mich geschossen hab. Weiß nicht, was du für ein Problem hast. Nur, ich will jetzt wissen, was wir suchen. Wir suchen einen Schatz. The Barrel Card to the Westhold Secret Untold. Man kann euch gut verstehen, wenn ihr durcheinander spricht. The Barrel Card to the Westhold Secret. Was sind denn Paces? Schritte. Okay, ja, dann ist easy. Warte, was war das? So, erstmal müssen wir nach Westen und dann halt die Schrittfolge da machen. Ja, aber welcher. Warte, was steht denn da? The Barrel Card, okay. Erstmal Westen. Wie viele Schritte? Ach komm schon, Sven. Lass es uns doch gemeinsam machen. Das Skelett hat keinen Kopf gehabt und ich hab's. Sicherweise von diesem Fels beim Westen. Ja, dann lass es uns halt nicht alleine machen. What the fuck? Oh Mann, Sven, das ist doch lame. Ich hab die Barrel Card gefunden. Sven, du bist einfach kacke. Oh, Chapter 2. Ja, ich weiß, geht noch weiter. Alter, wie viel kennst du von dem Spiel schon? Nein, ich hab das gecheckt, weil das auf dem Zettel draufsteht. Ja, ich auch, deswegen hab ich grad. Das war nicht ziemlich lustig. Hey, wie? Was ist das? Welcher Zettel? Da stand auf der Map Chapter 1. Ja. Hey, guck mal. Hey, hier, hey Junge, mal. Jetzt hat Sven. Ja, guck mal, jetzt hat Sven das. Ach, das ist doch scheiße. Ich hab dich in deinen ausgegraben. Hey, du bist alleine zum Barrel Card gegangen und hast dann schon mit dem Kompass. Ich hab die zweite Kiste gefunden. Was für eine zweite Kiste? Gib nur eine. Oh, dann hab ich trotzdem eine zweite Kiste gefunden. Cool! Nee. Ich bin dafür, dass wir Sven zu Haifutter machen. Wollt ihr mich verarschen? Junge! Die Kiste erst zurückholen. Lass mal die Kiste. Gib dir einen Befehl, walk the plank. Warte, ich komm zu euch runter. Ich hab eine Marudas Chest, die sieht wertvoll aus und ich sterbe gleich. Aua. Marudas. Ja. Sicher, dass da nicht noch ein Router drin ist. Ja, sag ich ja. Oh Gott! Ganz viel verletzt. Boden. Okay, ich würde mir die Rätsel mal gemeinsam machen, dann wäre das glaube ich auch geil. Ja, Sven? Ja. Ja, nichts. So. Ich habe noch die wertvolle Secret-Kiste gefunden. Ja, ich komme auch gerade erst auf Schiff. Ne? Ja, lass die Kiste einliefern und dann die nächste machen. Ja. Hey, lass doch die Quest erst komplett zu Ende machen. Ja, die Kiste abliefern, sag ich doch. Das ist ja die komplette Quest. Hä? Aber da ist doch noch eine Karte, die wir haben. Ja, das ist aber die Chapter 2. Das ist nicht mehr die... Ja, aber das gehört noch zur gleichen Quest. Nein, das ist nicht mehr die Voyage, die wir machen gerade. Ist das nicht die gleiche Insel? Da stand vorher Voyage Complete. Nein, das ist nicht die gleiche. Das ist nicht die gleiche Insel. Voyage. Genau, das war die richtige Melodie. Shipwreck Bay. So. Anker lichten, wenn alle an Bord sind, und dann Segel setzen. Was ist denn unser Kurs, Mr. Nico? Der ist Nordost, sorry. Nordost, okay, dann dreh ich über. Nordost-Ost eher. Ja, okay. Und dann fahren wir zwischen zwei Linien. Glaube aber, bei Nordost-Ost wird tatsächlich Ost zuerst gesagt, also zumindest im Englischen, also East, Northeast. Also Ost-Nord-Ost. Weißt du was? Nein, weißt du was? Nein, dieses Shipwreck Bay, was wir in einer anderen Karte suchen müssen, ist direkt nebenan. Lass das erst machen. Alter. Westen. Das ist genau das, was ich meinte. Ja, eben. Nein, Lies meinte, das gehört zu der Mission. Das gehört aber nicht zu der Mission. Doch. Das nein, da stand Voyage Ach, Complete. Wo ist du denn? Sag jetzt den Kurs. Was für ein Kurs? Achso, West, Nordwest. Nordwest. West, Nordwest. Alles klar. Ich denke, dann müssen wir eine ordentliche Runde drehen, weil das ist genau auf der anderen Seite der Insel. Genau. Wir müssen auch raisen. Das heißt, ich drehe zwischen den, also leicht Steuerbord zwischen den beiden Felsen voraus, durch und dann um den so rum. Aber es wäre ganz geil, wenn ihr jetzt mal. Sind jetzt alle an Bord endlich? Ja, soll ich jetzt mal den Anker? Nein, ja doch, er ist Anker, genau. Wenn wir da mal
Diese Remixes sind so geil. So, Segel setzen und dann geht's los. Jawoll! Ich bin gerade der Einzige, der was macht. Ja, die anderen beiden spielen hier richtig geil Musik. Ah, zu hart, zu hart, zu hart. Ah, Backboard. Oh oh. Ja, easy, easy game. Hab ich safe. So, welche Insel? Ist das die, die jetzt so auf 2:30 ist? Ja, 3:30 eher. Hä? Achso, dann ist das die große Breite da hinten, ja? Ja. Ja, okay, alles klar. So, dann jetzt mal hart Steuerbord und dann geht's ab. Ja, genau, diese fette da ist das. Ja. Wo so alle auf die Mitte zulaufen. Wir können die Pro ansehen, was wir da so machen, oder? Was? Was hast du gesagt? Ist einer auf dem Ausguck, ne? Dass wir nach Feinden. Ja, ja, ich geh mal besser. Ich bin hier vorne am Ausgucken. Wir haben schon wieder hier ordentlich Seegang. 200. So, ich suche nach anderen Schiffen. Jo. Und es geht runter mit der Karriere. Suchen wir? Sind wir eher so eine kampfsuchende Truppe oder eher so kampfvermeidende? Das Problem ist, Sven und ich haben schon gesehen. Also, Ich würde sagen, das machen wir abhängig davon, ob wir gerade wertvolle Schätze dabei haben. Ja, oder erstens das, und zweitens, ob das Schiff nah ist oder nicht. Weil wenn das ganz am Horizont ist und sowieso nicht zu uns kommt, ist auch doof. Ja. Das wollen wir nie einholen. Was wir auf der Insel erfahren werden, ist in die Zuschauer doch sicherlich erst in der nächsten Folge, oder? Da hast du absolut recht. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Als ob jetzt schon wieder eine Folge vorbei ist.